Unsere große Angst vor der Ablehnung. Das kennen wir alle, ne? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Greta Silber und hier geht es jetzt mal dieser Angst vor der Ablehnung an den Kragen. Ich gehe jetzt nicht auf diese Themen ein, wie werde ich Ablehnung und Kränkung los in Form von Verzeihen und dieses alles, sondern mal ganz andere Überlegungen. Und zwar muss uns einmal klar sein, die Welt darf uns durchaus ablehnen. Es muss uns nicht jeder mögen. Es gibt ja dieses schöne Beispiel, ne? Ich glaube, Barack Obama wurde mit 51% gewählt, sprich 49% haben ihn abgelehnt. Und da denkt man ja gar nicht mehr drüber nach. Das ist doch, ne? Der ist doch der Sieger, es ist doch geworden. Dann so Beispiele, ja, ich glaube, wir haben sie alle irgendwie so aus Kindertagen, ne, wo wir das so mit uns rumschleppen. Klar wird man da mal abgelehnt. Ne? Die eine Freundin will nicht mit einem spielen, man wird vielleicht nicht sofort ausgewählt, wenn es heißt, auf Klassenfahrten sollen sich Gruppen bilden, die dann ein Zimmer teilen. Ne? Diese ganzen Sachen, die da ablaufen, da ist so viel Ablehnung dabei und das hat uns wehgetan und das wollen wir nicht nochmal. Ne? Auch Bewerbung im Job oder vielleicht die erste Freundin und der erste Freund oder so, wie auch immer. Wir kennen das Feld, glaube ich, sehr gut und wissen, es ist sehr, sehr breit. Und wir haben so eine Angst entwickelt vor Ablehnung, als sei das etwas Schlimmes. Und die Frage ist ja eigentlich nur, und da ist ja wieder unsere große Freiheit drin, von der ich eben so viel in den Filmen erzähle, wir bewerten es selber. Als plattes Beispiel, ne? Man geht auf Bill Gates zu und er sei ein Versager und man würde ja nichts auf die Reihe kriegen. Wie würde er denn damit umgehen? Wie würde er denn darauf reagieren? Er guckt ihn an, als ob man ihn vielleicht die karierte Kuh genannt hat oder irgendwie sowas. Das ist doch gar nicht sein Ding. Sondern in uns ist etwas, was diese Ablehnung rechtfertigt. Also ich behaupte mal, wenn wir vielleicht versuchen, mal uns verabreden mit einem netten Kollegen oder mit einer netten Kollegin zum Mittagessen und die sagen, nein, danke, kein Interesse, dann rufen wir voller Trauer und Entsetzen unsere Freundin an, unsere beste Freundin, und die sagt, naja, ist ja auch kein Wunder, du bist auch ein bisschen einfallslos und fällt dir auch wirklich nichts Tolles ein und um die Hüften herum bist du auch sowieso ein bisschen dick und dein Anblick ist ja nicht so toll. Nein, dafür brauchen wir keine beste Freundin und keinen besten Freund, das machen wir selber. Eine Freundin würde das nie sagen, aber wir sagen es uns. Wir machen uns fertig, wir machen uns klein und das darf nicht sein. Das ist also alles ja, unsere eigene Denke und da können wir raus. Es gibt so einen wunderbaren jungen Mann, der da das auch mal leid war. Ich packe da unten mal wieder so einen Link rein. Er hat das dann auf einem Blog gepostet und wurde damit also extremst erfolgreich. Er war es leid, immer von seinen Kränkungen oder Ablehnungen aus der Kindheit so gebremst zu werden und hat sich 100 für ihn skurrile Wünsche ausgedacht, wo er ganz bestimmt abgelehnt würde und hat mal geguckt, wie reagiere ich. Ich glaube, das erste war, dass er sich 100 Dollar von jemandem Unbekannten auf der Straße leihen wollte. Der andere sagte zwar sofort nein, aber fragte nochmal nach, wofür willst du das denn? Da hat er gar nicht mehr drauf geantwortet, ist weggelaufen. Weglaufen war sein Muster und ich glaube, das geht ganz vielen so. Lieber weglaufen, als diese Ablehnung nochmal so zu hören oder es gar nicht erst versuchen. So. Ich weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube, sein dritter Versuch war, er ging in so einen Donutladen, das sind diese runden Gebäckteile, und hat gefragt, ob man ihm die zu den Olympischen Ringen zusammenbauen kann. Und er hat gar nicht im Traum damit gerechnet, dass die sagen könnte, ja okay, kann ich machen, wie viel Zeit gibst du mir? Da kam er direkt ins Stolpern und er hat diese olympischen Ringe in Form von Donuts bekommen und sogar noch geschenkt. Und da wurde ihm klar, ich muss fragen. Wenn ich vorher schon aufgebe, weil ich da so Bremsen im Kopf habe, ich habe nur so ein paar Beispiele da jetzt mal, die geglückt waren, wo er nie mit gerechnet hat. Darf ich bei Ihnen im Garten Fußball spielen? Ja klar, komm rein. Oder er hatte Blumen in der Hand und fragte, ob er die im Garten bei jemandem Unbekannten einpflanzen dürfte. Und er sagte nein. Aber jetzt war er schon so weit und fragte nach, wieso nicht. Und er sagte, ich habe einen Hund, der buddelt alles wieder aus. Aber frag mal gegenüber, die ist sehr blumenaffin, die wird das sicherlich mögen. Und siehe da durfte er das einpflanzen. Also ich finde, es ist eine unglaublich tolle
Übung, mal zu sehen, was ist eigentlich möglich. Ich habe, auch da kann ich mal nochmal den Link reinpacken. Ich habe mal einen Film gemacht über sehr erfolgreiche Frauen, die sich auf einer Konferenz getroffen hatten und erzählten, was so ihre Schlüsselsätze für ihren Erfolg waren. Und da war eine, glaube ich, so weltweite Leiterin von Pfadfindern. Und die gibt ihren Jugendlichen den guten Rat, einmal am Tag eine Grenze zu überschreiten, in sich. Ne, ganz egal, ob ich davor Angst habe oder meine, das macht man nicht oder wie sollen die Leute denn, ganz egal. Und wir haben so viele Grenzen und dass wir jeden Tag mal versuchen, eine zu überschreiten. Ich selber habe mal mich beworben in die Pressestelle eines Konzerns bei mir in der Nähe als Freie und ich wollte immer einspringen können, wenn da das einfach mal überlief, sprich, wenn da zu viel zu tun war. Und ich kriegte so eine 0815-Absage und habe Gott sei Dank da wieder angerufen und habe gesagt, oh, mögen Sie mir ein bisschen erklären, wieso das zu dieser Absage kommt, denn ich will ja gar keine Festeinstellung, ich stelle mich ja nur zur Verfügung. Und siehe da, sie hatte meine Bewerbung überhaupt nicht richtig gelesen. Ich bekam in absehbarer Zeit einen Vorstelltermin. Ich glaubte bei der Personalabteilung, nein, da war dieser Pressechef schon bei. Und dann hieß es, wann können Sie anfangen? Ich sage jederzeit, also morgen. So, am nächsten Tag saß ich da also am Schreibtisch und letztendlich waren das ein bisschen unterschiedliche Jobs, aber über 14 Jahre verteilt. Nachfragen. Also sich nicht ausgebremst fühlen, wenn da eine Absage kommt. Das habe ich sogar mal einem jungen Menschen geraten, der sich an so einer Privatuniversität beworben hatte und da auch eine Absage bekam. Und dann nochmal, ich bin so ein Freund von handschriftlichen Briefen, obwohl die ja etwas schwieriger zu lesen sind heute in der schnelllebigen Zeit, das weiß ich wohl, hat das aufgrund dieses Rates tatsächlich geklappt. Er kriegte eine zweite Chance. Diese Jury wurde nochmal auf ihn aufmerksam und er konnte noch was begründen und so. Also nicht aufgeben gleich, weil da eine Ablehnung kommt. Wir haben eine so große Angst davor, nicht. Ja, zu versagen ist das, glaube ich, gar nicht richtig, sondern wir erinnern noch, wir haben abgespeichert, wie schmerzhaft das damals war, als wir abgelehnt wurden. Und das sind Grenzen in unserem Kopf und davon können wir frei werden. Wir beurteilen das selber, ob das schlimm ist. Als Kind können wir das bestimmt noch nicht, aber wir können heute gucken, wie gehen wir damit um. Und dieser junge Mann, der sich da diese 100 ja, garantiert ablehnende Sachen ausgesucht hat, ist, glaube ich, ein großer Mutmacher. Leider habe ich bislang nur was auf Englisch gefunden, aber das können ja auch so viele. Ich drücke die Daumen, dass das gelingt, dass dieses Gespenst aus deinem Leben verschwindet, falls du da mit einem Problem hast, dass du meinst, Ablehnung ist etwas ganz Schlimmes. Nein, wir bewerten das selber, ob das schlimm ist oder nicht. Und ich drücke dir alle Daumen, dass es gelingt und sage Tschüss.